Tag 6 der Rennsteigwanderung. An dem Tag liefen wir 22,1 Kilometer, sind kurz vor Masserberg gestartet, sind dann über die Ortschaften Masserberg und Goldisdal gelaufen und sind am Ende im Zielort Neuhaus am Rennweg angelangt. Anschließend sind wir mit der Bahn nach Hörschel gefahren, um da mit dem Auto wieder zurückzufahren. So, jetzt Videostart kommt. Nee, guten Morgen. Tag 6 von dieser verranzten Rennsteigwanderung. Letzter Tag. Scheiße, schon wieder keine Tiere sind gekommen heute, doch. Vielleicht, weil ich schon wieder diese Bäume angepiekelt habe, neben unserem Zelt. Als Reviermarkierung oder sowas. Ja, gleich langsam aufstehen. Sachen packen, Zähne putzen und danach irgendwie zu diesem nächsten Bahnhof hinlaufen, um da mit dem Zug zurückzufahren. Nee, erstmal schon wieder diesen verschmierten Zelt zusammenbauen. Ich hab hier diesen verschmierten Zelt zusammengebaut. Nee, ich hab hier meine Wurfzelttasche vor ein paar Tagen schon mal zugetaped, weil da Löcher drin waren. Ich glaube vorgestern oder so. Und meine ganzen Heringe und sowas rausgefallen sind. Aber weil wir gestern diese ranzigen Wurzel hochgefahren sind mit dem Scheißwagen, sind hier noch ein paar mehr neue Löcher hinzugekommen. Und deswegen hinzufüge ich hier ein bisschen Tape dran. Ne, kurz nach 9. Und jetzt Wanderung, Rennsteig, Tag 6, Start kommt. Und oh Scheiße, guck mal, ich habe hier eine ranzige Tüte mit ganz viel Mühe drin von diesen Grillen von gestern und sowas. Ich bin gespannt drauf, wann diese Tüte hier aufreißt, damit das alles runterfällt. Bevor ich das geschafft habe, dass diese Billigtüte, die so dünn ist und sowas, hier aufreißt und dann runterfällt und diese ganze Müll, dass ich das schon wieder aufsammeln muss. Haben wir endlich hier einen Mülleimer gefunden. Jetzt geh rein, du Arschloch. Oh, ist das hässlich, ey. Jetzt geh mal rein hier. Oh. Endlich. Scheiß viel zu schmaler Gang zu den Mülleimer in Reihen, um das da reinzuschmeißen da. Ach ja, dieser Mülleimer, den wir hier gefunden haben, der befindet sich in Masserberg. Wir sind gerade in Masserberg. Und das ist, Masserberg liegt im Landkreis Hildburghausen, da wo Ramses der Dicke herkommt. Schöne Grüße an Ramses der Dicke. Wir sind gerade in Masserberg und aus zeitlichen Gründen müssen wir dann weiter. So, und darauf, dass wir gerade Müll hier, diese ranzigen Mülltonne hier in Masserberg reingeschmissen haben und in der Nähe von Ramses seiner Umgebung gerade sind, darauf erstmal ein Bier trinken. Aber diesmal, boi. Hier, guten Morgen Bier. Aber diesmal kein kleiner 033 Bier, sondern 05 Bier Flasche. Diese ganz großen Bierflaschen. Davon habe ich mir gestern 2 Stück geholt. Für uns beide. Und für Kumple mache ich auch hier sein Bier auf. Damit wir endlich hier guten Morgen Bier trinken können. Prost! Oh Scheiße, wir versuchen von Masserberg aus den kürzesten Weg bis nach hier Neuhaus am Rennweg zu hinzulaufen wegen Zeitdruck, weil wir so ein bisschen Zeitdruck haben und wir auch sicher und auf jeden Fall den Zug erwischen müssen. Und wir haben uns eben gerade verlaufen, ganz kurz. Wir sind in die falsche Richtung gelaufen. Wir sind den Berg hier vorne hochgelaufen, diesen Berg da. Und jetzt sind wir wieder runtergelaufen. Das hier ist schon wieder so ein voll der ranzige Weg hier. Ui, 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 ui.
Ein Weg der Ranzigkeit. Oh, Scheiße. So ein vollgeranzter Scheißweg. Hier, Zugbrücke mit Ruhendunk dran gefunden. Da fahren Züge rüber. Diese Brücke hier, die ist so fett, dass sie sogar so einen Ausflussgang hat. Ne, hier voll cool aussieht. Ne, wir sind die ganze Zeit berghoch gelaufen, so einen ganz, ganz langen Berg. Und darauf erstmal ganz kurz Bier trinken. Bevor wir weiter zu gelaufen. So, noch ungefähr eine Stunde wandern. Und dann sollten wir in Neuhaus sein, laut Navigation. Und wir hoffen, dass wir sowas wie einen Dönermann oder sowas finden, um dort Döner zu fressen. Bevor wir dann mit Zug oder Bus oder was uns wieder zurück nach Hörschel fährt, bevor wir da einsteigen. Oh Scheiße, hier mein Rad ist kaputt. Hier, diese scheiß Mutter ist weggeflogen. Und jetzt, ist das voll scheiße zum Schieben, also noch voll verkackter. Nee, Kumpel hat hier diese Mutter wieder gefunden, was sehr cool ist. Und ich habe mit Händekraft und mit meinem Schweizer Taschenmesser habe ich hier rumgedreht. Und mit der anderen Hand habe ich hier mit dem Finger die Mutter festgehalten. Das so festgezogen, wie es geht. Ich hoffe, das hält die letzten 3-4 Kilometer, die wir noch machen. Und hier, bei Kumple ist das noch schlimmer. Der hat auch die billigste Sackkarre vom Bauhaus gekauft. Und bei denen ist die Mutter schon ab von diesem Rad. Und der ist komplett lose. Der Kugellager ist auch draußen. Er hat hier seine ganzen Sachen, die er sonst hier drauf hat, hat er als Rucksack auf den Rücken jetzt drauf montiert. Was noch viel, viel schwerer beim Wandern ist. So, und jetzt erstmal hier Bierpause machen. So, jetzt haben wir Bier ausgetrunken. Also Bierpause zu Ende gemacht. Und jetzt weiter zu gelaufen bis hier Neuhaus. Und da irgendwann hier Bahnhof suchen. Um dann nach Hause hier nach Hörschel zu fahren. Ja. Oh, hey, guck mal, wie ausgeleiert dieser Gummi ist. Dieser Gummi ist voll ausgeleiert, der bremst voll, das ist voll scheiße. Also diese billigste Sackkarre vom Bauhaus, die hat die Tour nicht bestanden. Muss ich mir beim nächsten Mal irgendwas anderes einfallen lassen. Weil das hier, das ist richtig räudig. Wenn der Gummi so ausgeleiert ist, dass er nicht mehr am Rad stecken bleibt. Und so müssen wir die letzten KMs machen. Wir haben endlich diesen verschmierten Neuhaus gefunden. letzter Endort. Und genau hier in diesem verschmierten Neuhaus, wo wir uns hingekämpft haben, da suchen wir jetzt gleich Bahnhof oder so. Wir haben da vorne einen verschmierten Dönerladen gefunden. Hier zwischendurch Döner kaufen und danach nach Richtung Bahnhof oder so laufen. Also da, wo hier Bus oder Bahn fährt. Aber ich werde den auch hier pünktlich erwischen. Ne, wir haben diesen verranzten Busbahnhof gefunden. Mit Döner und dieses Döner machen, das hat auch voll Zeit gekostet. So, erstmal Döner von Neuhaus am Rennweg oder wie das heißt, probieren. Dieser Baran-Döner. Prüfen, wie viel Geschmack das hat. Schmeckt zwar sehr gut, aber nicht so gut wie der von Soltau oder von Sottrum, würde ich sagen. Aber ansonsten kann man den voll cool fressen. Der schmeckt sehr ähnlich wie einer der besten aus Bremen, aber gehört nicht zu meinem absoluten Favoritendöner. Nee, der verranzte Bus kommt langsam. Jetzt können wir da gleich einsteigen, um zurück nach Hörschel zu fahren. Ne, wir sind gerade in Sietzendorf oder sowas angekommen und warten ungefähr 20 Minuten, bis der nächste Umsteigezug kommt. Und solange wir warten, erstmal noch ein Bier trinken.
Scheißzug ist gekommen. Jetzt rein damit. Nee, wir sind gerade im verranzten Rottenbach oder wie das heißt. Und wir warten, keine Ahnung, 10 Minuten, Viertelstunde oder so bis auf den nächsten Zug. Damit wir Tät hier zum Umsteigen bekommen. Hier, unser ranziger Zug kommt langsam. Damit wir den einsteigen können. Nee, wir haben jetzt schon wieder einen verschmierten Umstieg gemacht. Diesmal in Neu-Dietendorf. In 5 Minuten kommt der nächste Scheißzug. Umsteigzug hier nach Eisenach kommt räudig vorbeigeschoben. Ich habe noch nie so einen Zug gesehen, der so eine Sitze hat. Dass die Sitze so nicht in Reihe, sondern so offen so sitzt, wie die jetzt sind. Nee, wir sind jetzt in diesen vergammelten Eisenach angekommen. Und das hier vorne, das ist der letzte Umsteigzug. Der fährt, keine Ahnung, in 20 Minuten ungefähr fährt er los. Nee, wir sind in Hörschel angekommen. Jetzt gleich geht's zum Auto und dann fahren wir zu Kumple nach Hause und morgen fahre ich dann nach Hause. Nee, Kumple hat seine schrotten Schuhe dahin gehängt, als Andenken. Und für den Fall, falls wir den Rennsteig nochmal versuchen sollten, mal gucken, ob die da unten noch hängen. Oder für den Fall, falls ihr mal diesen Rennsteig läuft, dann wisst ihr Bescheid, dass hier bei diesem Hörschel, Parkplatz, dass hier diese Schuhe hängen, damit ihr die beobachten könnt. Wir sind gerade dabei, hier zu Kumple zu fahren. Schade, dass wir nicht noch mehr Tage Zeit hatten. So, ich glaube 2 Tage noch und dann hätten wir es eigentlich geschafft mit diesem Sackkarren. Aber wegen dieser ganzen Kaputtheit ist das auch schwer. Keine Ahnung, vielleicht könnte man bei irgendeinem anderen Baumarkt die billigste Sackkarre doch mal holen und die Sachen da drauf lagern. Aber naja, jetzt fährt man nach Hause. Nee, ich bin wieder zu Hause. Sorry für den Hardcut. Nee, ich habe bei meinem Kumpel übernachtet, der mit war. Auf dieser Wanderung, auf dieser voll cool Tour. Und zwar, der wohnt in einer Ortschaft in der Nähe von Winsen-Lur. Und mich dann nochmal nach Bremen zu transportieren, das wäre ein zu großer Umweg und das wäre auch viel zu spät gewesen. Und wir waren auch vollkommen müde und schlapp und kaputt gewesen. Da haben wir bei ihnen das erste Mal nach 6 Tagen warme Dusche gemacht. Das war voll cool. Da haben wir noch ein bisschen Abendbrot gefressen und eine Jägermeister-Mischung getrunken. Und dann sind wir auch direkt pennen gegangen. Und heute Vormittag, da hat er mich nach Winsen gebracht und ich bin dann mit dem Zug hier wieder nach Bremen gefahren. Und jetzt bin ich gerade angekommen, hier nach Hause. Und hab mir hier nochmal einen Döner geholt, um diesen hier zu fressen. So, ich werde euch nochmal meine Radbeschädigungen von meiner billigsten Sackkarre von Bauhaus, die ich da geholt habe, zeigen und auch ein paar Worte ausscheiden, nachdem ich diesen Döner gefressen habe. Nee, der Rad von meinem Wagen sieht so aus. Guck mal, wie geschändigt der ist, wie vergewaltigt und so weiter. Da ist hier diese Scheißmutter ist auf dem Weg, wo ich dann nach Hause gefahren bin. Irgendwie beim Bahnhof verloren gegangen, beim Umsteigen. Und dann ist das komplett aufgerissen hier alles. Voll scheiße. Und der Kugellager ist auch schon weg. Und voll scheiße. Also mein Fazit zu dieser billigsten Sackkarre von Bauhaus. Überhaupt nicht geeignet für Fernwanderungen auf Gebirge. Da braucht man was anderes. Am besten so einen richtigen Wanderanhänger oder sowas. Oder eben halt einen Tracking-Rucksack, aber dann muss man auf ganz viel gekühltes Bier verzichten. Was voll scheiße wäre. Scheiße. Hier mit so einem Rad kann ich jetzt nicht weiterlaufen. Ich brauche unbedingt eine neue Klappsackkarre. Ich muss mal gucken, ob ich mir das diesen Monat leisten kann, so eine neue Sackkarre zu besorgen für meine ganzen Sachen und so weiter. Weil ich will auf jeden Fall diesen Sommer noch viel öfter so eine mehrtägigen Wanderung machen. Weil das hat voll cool dran. Das ist voll cool für den Körper
und auch für die mentale Gesundheit. Zwar haben wir es nicht bis zum Blankenstein geschafft, aber hier zumindest bis hier Neuhaus am Rennweg oder wie das heißt, zumindest dahin und ganze 6 Tage voll ausgefüllt. Weil Kumpel bei so einem Umzug mithelfen muss, hatten wir auch nur maximal 6 Tage Zeit gehabt. Aber sonst hätten wir die Tour verlängert und ich denke mal, dass wir das vielleicht in 8 Tagen gepackt hätten. Ja, aber war voll cool Tour gewesen. Und ich freue mich bis aufs nächste Mal, wenn ich mal wieder mehrtägig unterwegs bin. Meine Laufschuhe habe ich auch so richtig ordentlich geschändet. Und ich glaube, im nächsten Video mache ich mal irgendwie was weiß ich. Zeige ich euch nochmal meine Schuhe genauer. Meine Laufschuhe. Dass ich dringendstens wieder neue brauche. Naja, das war auf jeden Fall eine voll cool Tour gewesen. Das hat so ein bisschen hier Körper und Geist richtig befreit. Hier die Seele ein bisschen aufgefrischt. Also ich fühle mich auf jeden Fall jetzt direkt danach voll cool. Macht das auch mal. So eine Wanderung über mehrere Tage mit irgendwo draußen im Wald zelten. Das ist auf jeden Fall immer wieder ein voll cool Erlebnis. So, das hier war jetzt der letzte Teil der Rennsteigwanderung bzw. der Rennsteigwanderung-Playlist. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer verschissener Natururin.